Ich versuch mich hier wohl zu fühlen, in einem Land, wo die Stimmung kalt ist, arm und reich, alles das gleiche, Mann. Wenn du Scheine hast, dann bist du was, alle sind geldgeil und jeder scheißt auf jeden, ungerechte Verteilung. Guck, die Sonne kommt dir nur selten aus den Wolken hervor, ohne sie gäbe es kein Leben, deshalb ist man ohne besorgt. Das erklärt auch alle Hassgesichter auf den Straßen, Unterdrückung über Jahre, das sind tausend Narben. Menschen lassen sich versklaven, ja, das war schon immer so, früher war das offensichtlicher, heute ist hintenrum. Guck, die Medien machen Gehirnwäsche, Materialismus wird gefördert überall, so wie Faschismus. Ihr wisst es nur noch nicht, seht jetzt einen Präsidenten, er ist schwarz. USA, er hätte es nie geschafft, hätten sie ihn nicht bezahlt. Er muss das machen, was sie sagen, sie denken an Kapital. Wenn er anfängt zu mucken, scheißegal, machen sie ihn kalt. Unser Recht soll gerecht sein, Soldaten brennen, ganze Dörfer weg für die Gerechtigkeit. Was nur los hier, verkehrte Welt, von dem Geld gefickt. Keiner weiß, wo links und rechts ist, versperrter Blick, Leute, die protestiert haben, werden müde, denn zu wenig machen mit zu viele Erwachsene. Benehmen sich noch wie ein Kind, dieser Nebel macht sie blind. Profitieren wird nur der reiche Sack. Wir gehen arbeiten, er macht was er will, weil er die Scheine. Sie wollen uns ruhig schalten mit Pharma-Tabletten. Sie machen uns ohnmächtig wie Marionetten. Sie handeln unmenschlich, sie halten uns in Ketten. Fick die Welt, fick die Welt. Sie können uns ruhig schalten mit Strafen und Gesetzen, machen uns ohnmächtig wie Marionetten. Sie handeln unmenschlich, sie halten uns in Ketten. Fick die Welt, fick die Welt. Was wird in Zukunft passieren? Ich weiß die Antwort auch nicht. Ich weiß nur, dass die Jugend sich betäubt, die mit dem Rauschgift. Und keiner macht was dagegen. Sie stehen nachts hier im Regen, warten auf den Tag, zittern, es ist kalt in der Gegend. Die Reichen machen weiter mit der Ausbeutung der dritten Welt. Lassen tausend Menschen sterben wegen Macht und bisschen Geld. Intelligenz ist was anderes. Ein intelligenter Mann weiß, dass man nicht so glücklich sterben kann. Denk mal dran, alles kommt zurück im Leben, das ist ein wahrer Satz. Selbst wenn er stirbt, seine Kinder leben, bezahlt für das. Die eine bekommt Krebs, der andere wird ein Drogenjunkie. Du kannst nicht vor deinem Schicksal wegrennen, auch ohne Abi. Kann nicht mitreden, meine Mutter hat mich frei erzogen, mir sehr viel beigebracht, dafür danke ich ihr. Und ohne die harte Schule auf der Straße wär ich anders, Mann. Das hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Sie wollen uns ruhig schalten mit Pharma-Tabletten. Sie machen uns ohnmächtig wie Marionetten. Sie handeln unmenschlich, sie halten uns in Ketten. Fick die Welt, fick die Welt. Sie können uns ruhig schalten mit Strafen und Gesetzen, machen uns ohnmächtig wie Marionetten. Sie handeln unmenschlich, sie halten uns in Ketten. Fick die Welt, fick die Welt. Ich weiß nicht, ob nur drüber reden hilft, sie sind zu mächtig. Machen Angst, Propaganda, keiner widersetzt sich. Denn fast jeder kriegt sein Essen, jeder kriegt seinen Schlafplatz. Das Nötigste dem Volk gegeben, das ist, was der Staat macht, damit möglich. Wenige, die Fresse aufmachen, endet es tödlich. Für Vorbilder, die was dagegen sagen, ist doch so. Guck mal, wie viele sterben mussten von denen, die die Revolution wollten. Gefährlich für das System, doch sie halten an den Fäden fest. Sie wollen niemals loslassen. Lobbygruppen, oberste Etage, Koksnasen, die westliche Welt, aufgebaut auf Unterdrückung. Imperialisten bauten sich sogar in Deutschland eine Stützung. GIs in Frankfurt, der Kampf gegen Terrorismus. Dann legt zuerst die Waffen weg, es fehlt an Überwindung. Amerika entscheidet, wer hier böse, wer hier gut ist. Und der Rest der Welt.